Marc hat Düfte von sich und ich habe Düfte von mir. Dann sind so ausgeglichene Chancen. Wir machen es so. Es gibt pro Parfum 3 Punkte. Name, also Hersteller und Inhaltsstoffe. Eine Inhaltsstoff, sagen wir. Ein Inhaltsstoff. Okay, ein Inhaltsstoff. Ist doch ein fairer Deal, oder, Chat? Marc, Munte und dann muss man ja theoretisch gesehen noch und dann... Oder jetzt weiß ich, ich bin schon wieder verloren. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, Digga. Ja, wir haben jetzt hier jeweils 3 Punkte und da kann man die Punkte dann eintragen. Wir können ja erstmal 13 machen. Sieht jetzt nicht besonders schön aus, Chat, reicht aber. Ich würde sagen, ich spule jetzt eins auf und du musst dann halt das zuordnen. Okay, aber dann muss... Es kann sein... Muss ich die dann so runter machen, damit ich das nicht sehe. Es kann zum Beispiel sein, dass ich auch eins von deinen nehme. Ja, okay, gut. Kann auch sein. Ich versuche jetzt mal... Komm, inshallah, klappt alles? So, ja gut. Theoretisch gesehen... Das sieht jetzt vielleicht doof aus. So könnte ich die Augen zuhalten. Ja, perfekt. Und Marc kann für euch das Parfum immer... Warte mal. Ah, ich kann es so nochmal reinhalten, ne? So ist... Ja, genau, richtig. Okay, okay. So ist doch gut, Chat. Ja. So, oder? Also ich bin schon dafür, dass wir auch eine Augenbinde zumindest irgendwas vor den Augen haben. Hä, da wird nichts passieren. Ja, dann machen wir einfach auf Krampf diesen hier. Moment. Okay, dann macht das erste Parfum. Dann musst du aber das Parfum so hinstellen, dass ich es nicht sehe. Am besten so hinter dem PC oder so. Ich würde alle einfach in einer Reihe hin. Ich stelle alle in einer Reihe hin. Das wirst du... Hier, okay. Hier, du kannst schon mal nehmen. Du kannst auch ruhig gucken, weißt du? Weil ich meine am Ende... Ach, Bruder, leck mir im Arsch. Was sagst du erst erstmal dazu? Kann ich nicht. Könnte es von dir sein, das, was du in deinem Bestand hast? Also, da du so zögerst? Nee, ich glaube, das ist nicht eins von meins. Emote ohne die auch rein, wenn die Leute spoilern. Ich sehe den Chat ja jetzt nicht. Nee, das ist keins von meins. Sicher, ja? Sicher. Okay. Ja, du kannst jetzt gucken. Ja, okay. Also, wenn es keins von deinem ist, hast du ja schon mal... Was würdest du von der Flasche sagen, wenn du so guckst? Was wird dazu passen? Also, es ist definitiv keins, was ich aktiv benutze. Was gibt's denn da so zu lachen? Ich muss nur lachen, weil es ist anscheinend der Bestand oben. Du weißt gar nicht, was du da oben hast. Es ist eins von mir, ja, aber keins, was ich aktiv benutze. Es ist eins, also ich würde, wenn ich jetzt, ich weiß aber den Namen nicht, ich würde sagen, das ist das hier. Das hast du nicht gezogen. Was? Ist das nicht meins? Achso. Huch, ja okay, nach und nach. Was hast du, was da riechst du denn drin? Wonach riecht das? Oder ich weiß nicht mal, welches meine. Ist das meins? Ist das auch deins? Bruder, ich habe keine Ahnung. Das hast du doch nicht. Ja, ich habe so viele Düfte, Alter. Bruder, ich würde, keine Ahnung, Zitrus sagen. Zitrus, okay. Als Inhaltsstoff. Ist da Zitrus drin? Also wir können erstmal Zitrus einloggen. Also es ist falsch. Nein, weiß ich nicht. Ich muss selber nachlesen. Zitrus können wir erstmal einloggen. Was würdest du also sagen als Marke? Das sind alles... Ah, warte mal. Ist das Creed hier? Nein. Ja, dann war... Ich weiß es nicht, Bruder. Ich bin raus. Also es ist Histoire de Parfum, 1740 und wir haben hier drin, also nur damit ich mal, also das riecht wirklich, sowas würde ich dir niemals verkaufen. Das ist für dich sehr untypisch. Du hast mir das doch verkauft. Nein, das ist nicht deins. Hier haben wir drin Patchouli. Also das ist nicht aus meinem Schrank. Nein, also hast du mir beigestellt. Ich wollte nur wissen, ob du weißt, ich wollte nur wissen, ob du weißt, was du hast. Patchouli haben wir, sehr starke Note drin. Ist da Zitrus drin? Leider nicht. Nee. Ja, dann leck mich Arsch, dann habe ich nämlich keinen Punkt. Kein Punkt. Okay, also wir machen jetzt erstmal bei mir 3 X, weil ich habe nicht einmal was richtig. Okay, jetzt bin ich dran, Chat. Jetzt bin ich dran. Schummel, siehst du da irgendeine Spiegelung? Nein, ich sehe nichts. Was soll ich sehen? Du hast ja bestimmt gemerkt, wie alle Parfums hier sind. So, Marc, du bist dran. Ready? Ja. Also eine Sache habe ich schon mal gehört. Und zwar das Drauf- und Drabsetzen, das war aus Plastik. Das kann gut sein. Nee, das ist Trickserei. Du kannst dich erraten von dem Geräusch. Es geht ja ums nicht Erhören, sondern also, Erriechen. Pass auf. Als erstmal ist eine sehr krasse Minze drin. Ich habe keine Ahnung, was da für Inhaltsstoffe drin ist, Digga. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall Minze. Müssen wir gleich nachgucken. Minze. Minze lockst du als Begriff ein. Ich logge Minze ein. Okay, Minze, gut. Ich hätte spontan gesagt, vielleicht was von Creed. Problem ist, ich weiß nicht, wie die riechen. Also ich glaube, als erstmal hast du was von dir genommen hast. Du musst zwei Sachen, also entweder lockst du was ein oder du sagst, weißt du nicht, und wir lassen Minze nur drin. Theoretisch, wenn du Minze richtig hast, hast du schon einen Punkt mehr als ich. Ich würde das hier nehmen.
Afternoon Swim von Louis Vuitton. Die Marke Louis Vuitton, aber die Marke nicht Louis Vuitton. Das ist... Aber doch nicht. Aventus Creed, Vikings von Creed. Oh, nein. Das hat sich so angehört, ja. Hey, ich habe das doch ausprobiert. Ich hatte gedacht, ich kenne das. Aber vielleicht hole ich noch den Punkt. Inhaltsstoffe. Warte, ich gucke sie. Oder ich sehe hier gar nichts, was Inhaltsstoffe angeht. Corniseure de Napoleon, der dritte. De la Pretasa Eugenia. Ja, Bruder muss los. Viking-Inhaltsstoffe. So, wir haben hier Bergamotte, Zitrone, rosa Pfeffer, bulgarische. Pfefferminze! Siehst du, das ist der erste Punkt. Schmutz. 1-0, genau so ist es. Okay, neue Runde, neues Glück. Jetzt versuche ich auch hinzuhören. Bringt mir aber eigentlich nichts. Okay, ich weiß schon. Ach, Bruder. Soll ich dir einen Tipp geben? Nein, kein Tipp. Der ist nicht von dir, hast du noch nie gerochen? Nee. Noch nie? Nein. Okay. Ich kann nur Inhaltsstoff. Riecht der gut oder schlecht? Riecht ganz gut, ja. Ich würde sagen, Inhaltsstoff sage ich wieder Citro, mein Zugpferd. Ah, okay. Bin der Meinung, ich bin fairer Sportsmann. Es ist das hier, weil als ich geguckt habe, hat sich innen drinne das Wasser bewegt. Möchtest du das einloggen? Ich logge das ein. Aber ich weiß nicht, also ich werde keine Marke und kein Name sagen. Ja. Ja. Okay, das ist falsch. Das ist falsch, okay, gut, dann habe ich. Aber welches ist es denn gewesen? Das teuerste. Ja, Bruder, das kenne ich nicht. Das hier ist das? Ja. Hast du es reingehalten gehabt? Ja, ich habe es kurz reingehalten. Ja. Ist da Citrus drin? Freunde, die dicken Punkte hole ich noch. Jetzt sind alles Parfums, die ich nicht kenne. Immer Citrus sagen, mir fällt nichts anderes ein, Bruder. So, was haben wir hier drin? Bergamotte, Limette, Mandarine. Limette ist doch Citro. Also für mich Zitrone, Zitrone. Also da musst du entscheiden. Ich würde sagen, Zitrone ist Zitrone. Limette ist für mich eine Limette. Citro ist, Frucht ist Limette. Okay, gut. Citrus, ja okay. Lass mir gelten, weil du Citrus gesagt hast, das gehört zu den Citrus. Zitrone ist Zitrone, Limette ist Limette, ja, aber ich habe Citrus gesagt. Ich würde auch sagen, ist okay. Okay, gut, alles klar. Wenn Marc, fairer Sportsmann, gut. Ich sage, ist okay. Dann habe ich, dann steht es jetzt 1-1. Aktuell 1-1. Ja. Achso, ich habe schon bei dir X gemacht, ja moin. Okay, entspannt euch, es ist ein Spielchen, okay? Meine Güte, ihr tut immer so, als wenn wir hier um das Jungfernhäutchen von irgendjemandem spielen. Ganz leise, damit er auch gar nichts hört. Das war ein krasser Sprüh, da kam viel raus. Ein sicherer Sieg für ihn. Meinst du? Theoretisch gesehen schon okay. Ich bin, ja. Ui, okay. Der riecht gut, ne? Ist kein schlechter Duft, ne? Ist ein jugendlicher Duft. Also den kann ich leider nicht, weil den kenne ich nicht. Versace Eros könnte es vielleicht sein. Ich habe ihn mal gerochen, aber nicht den roten. Also den könnte... Gibt ja blau und rot. Blau und rot. Ja. Ich glaube nicht, dass du den genommen hast. Ich weiß auch nicht, wie der riecht. Wie? Riecht's Fahrenheit so? Bruder, hallo? Ich werde dir doch hier keine Tipps geben. Okay, aber ich glaube, ich habe in deinen Augen gelesen, dass das nicht war. Ist es denn Versace? Ich kann dir keine Tipps geben. Okay. Zum Zweiten. Ich weiß nicht, ob die Leute kennen. Nee, diese Psychospielchen, da habe ich keinen Bock. So läuft das Ratespiel nicht. Inhaltsstoffe vielleicht erstmal. Inhaltsstoffe würde ich sagen, Bergamotte. Ich sage, Bergamotte ist drin. Ich würde sagen, ich mache Versace Eros. Das ist leider falsch. Aber was war's denn? Das ist Philipp Plein. Nein. Hä? Die Flasche für 500 Euro. Oha. Einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Hat Philipp Plein auf jeden Fall. Das ist ein Bruder. Aber an der Stelle muss ich auch einen Gruß und Kuss sagen. Christian Zahner, kennst du ja? Der hat mir das empfohlen. Ah, okay. Bruder, absolut extrem heftiger Duft. Der riecht auch wirklich 3 Tage. Hm. So, dann gucken wir ganz kurz Inhaltsstoffe. Bergamotte hast du gesagt. Oh nein, schwarzer Pfeffer, Kardamom, aquatische Noten, dunkle Hölzer, Leder. Das kann doch nicht sein, Oha. Ich hätte schwören können, dass das drin ist. Das ist überall drin. Was ist überall drin? Nix. Bergamotte, ich werde das merken. Immer an Motte denken, Bergamotte, easy. Okay, ey Marc, das tut mir echt leid. Ey, das sind aber 3 X'e. Und jetzt ist der Moment, wo ich punkten könnte. Wo ich in Führung gehen könnte. Jetzt hole ich die 3 Punkte, Kapi. Jetzt kann der Onkel Monte in Führung gehen. Das lässt er sich nicht entgehen. Okay, I'm ready. Voll deine, Digga. Du bist schon der Zweite, der es gesagt hat. Jetzt ist die Frage, vom Duft her, lass mal kurz gucken. Ich werde den Namen nicht erraten. Es muss eigentlich das hier sein, würde ich sagen. Mhm. Es müsste eventuellerweise das sein, aber sicher bin ich mir nicht. Den Inhaltsstoff. Gibt es den Inhaltsstoff Pilz? Wahrscheinlich nicht. Trüffel auch nicht. Schimmel auch nicht. Ja, Fußpilz, genau.
Ja, wie heißt denn das nochmal? Du kannst ruhig Pilz einloggen, falls nein, du. Nein, 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 ich will nicht Pilz einloggen. Du kannst ruhig einloggen, also wenn du. Nein, nein, nein. Ist kein Problem. Ich kann einfach auch Bergamotte sagen, Digga. Ich sag einfach, Bergamotte ist da drin. Ja, okay, okay. Welches? Und ich sag, das ist das hier. Okay. Also eigentlich, das hättest du wissen können, es ist das hier. Ich hab's genommen, weil du es schon dreimal in der Hand hattest. Aber ich habe ja nicht gerochen. Ich weiß, ja. Ut ist das, was ja. man sagt, ja. aber es ist doch ein Pilz, oder nicht? Also der Baum wird befallen von einem Pilz und dadurch entsteht das. Ja, da war ich ja. ja. Aber ist Bergamotte drin? Guck mal gerade nach. Inshallah. Nein, ist nicht drin. Ist nicht drin, ne? Schmutz. Aber nicht schlecht. So langsam selektieren wir auch so ein bisschen. So langsam Scheiße ist die, das. Die Chancen steigen von drei, Runde zu Runde. 3x wieder für mich. Es ist noch Gleichstand, Chat. Wir sind wieder ganz leise, weil wir wollen ja nicht spoilern mit dem Aufmachen. Okay, übertreibt doch nicht. Ich sehe, doch, es geht hier um viel. Boah, das ist ein sehr... Aber das meint... Aus meiner Jugend, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ist. Ich bin mir irgendwie sicher, dass das. Ich weiß nicht warum. Nicht, hättest du mich vorher gefragt, Fahrenheit, aber jetzt gerade, weil ich bin. Dann musst du das eingeloggt. Dann musst du das einloggen. Also ich logge das ein. Das, also ich Inhaltsstoff? Bergamotte. Und? Ja, das ist es. Alter, ich habe es ewig nicht mehr gerochen, aber direkt die Verbindung ist gekommen. Aber, guck, aber ganz kurz, sag mir mal den Namen und Dior Fahrenheit. Er ist ein absoluter Duftklassiker natürlich. Ne? Schmutz, ja, weil du vorhin den in Betracht gezogen hast bei einem anderen Duft. Habe ich gedacht, du kennst den Klassiker nicht. Was hast du gesagt, ist da drin? Ja, Bergamotte natürlich. Bergamotte, hier. Bergamotte, Mann. Bergamotte ist da drin, da ist das Typ. Schmutz. Interessanter Duft, muss ich sagen. Cool, dass ich mal wieder gerochen habe, echt cool. Ich habe jetzt hier außerdem schon X'e bei dir gemacht, aber es sind natürlich Striche. Somit steht es traurigerweise jetzt 4-1. Ja. Ach, Bruder. Warum bin ich so doof, Digga? Das kann doch irgendein Bruder. Okay. Kann ich? Yes. Also ich sag Inhaltsstoff Bergamotte. Nicht spoilern. Nee, keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, das ist das hier. Okay. Aber also, ich weiß die Marke nicht. Keine Ahnung. Das Parfum ist von dir. Ja. Und ist das hier. Alexandria. Alexandria 2. Ja, selbst wenn ich gewusst hätte, ist von mir, hätte ich den Namen nicht gewusst. Hast du es noch nie benutzt? Nein. Das ist eine Schande, riecht super elegant. Ist da Bergamotte drin, ist die Frage. Müssen wir mal nachgucken. Oder? Ich hab, das, ach, komm, egal. So, was haben wir hier? Lavendel, Zimt, Rose, Oud, Amber, nicht Bergamotte mit drin, leider. Tja, was soll man sagen? Es gibt eine YouTuberin, die sagt immer, auf den ersten Sniff. Hört sich irgendwie komisch an, ne? Ja, ich snipp hier auch gleich mal. Jetzt bin ich gerade unschlüssig, was ich nehmen soll. Okay. Oh, 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 okay. Ich muss fairerweise sagen, ich weiß nicht mal, ob das eins von dir ist oder eins von mir, Digga. Ich hab keine Ahnung, Digga, gerade. Inhaltsstoff würde ich sagen. Boah, Inhaltsstoff, was würde ich sagen? Moment, eine Sekunde. Entweder sage ich Oud. Oder eins musst du oder sagen. Gras. Das ist der. Also es ist Grenadine Benessere und das stammt von einem Duft ab. Ach, du kennst das Parfum anscheinend? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist, ja. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und ich würde sagen, es ist Oud mit drin. Ich würde es als Oud bezeichnen. Ich weiß aber nicht, ob sie es mit draufgeschrieben haben. Und? Ja, es ist das. Das ist wirklich der Geist. Und zwar Nero Nepal. Ist ursprünglich mal also, das ist, riecht sehr ist nah. Ist das von dir oder von mir? Von mir ist das. Ja, egal. Aber wie findest du es? Riecht gut, ne? Es ja, riecht wie Black Afghano von Namasato. Ist halt nur anders. Wie heißt das? Scheiß drauf. Warte. Meine Parfums kommen ja noch. Wir haben jetzt nur fast deine gehabt. Guyakolz. Oud, hier, Adlerholz. Oud ist mit drin in der Herznote. Da ist die Performance da. 3 Punkte. Stark, stark. Die Sache ist, manche Sachen kenne ich selber ja natürlich auch nicht. Ne? Jetzt wieder deine. Was kostet das? Ich glaube, das ist nicht so teuer. Ich glaube 90 Euro. Ich hole noch 3 Punkte, Chat. Okay. Das ist Louis Vuitton. Ich würde Inhaltsstoff sagen. Wie hieß denn das noch, was du die ganze Zeit gesagt hast? Pilz. Ja.
habe nicht über den Inhaltsstoff an meinem Schwanz geredet. Bergamot. Und das ist Louis Vuitton. Wie hieß denn das nochmal hier? Das ist das Blaue. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Also Louis Vuitton. Afternoon Swim. Afternoon Swim ist das. Sag mal so, Parfum ist falsch, Markenname aber richtig. Ist das ja, California Dream. Schmutz, bin ich durch den Tüdel gekommen. Ein Punkt. So, was haben wir hier drin? Mandarine, Amberette, Benzone. Tut mir leid, mein Freund. Das war's leider. Nur ein Punkt für dich. Aber wir nähern uns. Schwach bei meinem eigenen Parfum, Digga. Er holt jetzt 0 Punkte. Höchstens ein, weil er den Inhaltsstoff erkennt. Und dann hole ich in der nächsten Runde 3 Punkte. Wieder ein sehr, sehr frischer Duft. Ich sag mal so, Inhaltsstoff wird schwierig. Ich würde so sagen, aquatische Noten, aber ich weiß nicht, ob... Aquatische Noten habe ich noch nie gehört. Locken wir einen von mir aus. Also es ist kein Parfum von mir. Also ich kenne davon keins. Bist du sicher? Entweder ist es das hier oder das hier. Ombre Nomade ist es nicht, California Dream ist es nicht. Rose ist es auch nicht, das hatten wir schon. Also ich würde diese Aquatic Notes machen und ich würde das hier nehmen. Du schummelst doch, Digga. Nein, ich schwöre, ich habe nicht geschummelt. Richtig? Ja, nee. Wenn ich sage, du schummelst, ist natürlich... Ach, Digga, scheiße. Das ist schon mal zwei. Du hättest jetzt ja nicht sagen können, wie es heißt. Außer Creed. Ja. Erolfa. Ja, aber wozu? Ja, ist auch in Ordnung, alles gut, machen wir die ganze Zeit. Aber wozu geben wir uns eigentlich die ganze Zeit die Punkte? Ja, weil du hast gerade eben falsch gemacht. Du hast zum Beispiel gesagt, Afternoon Swim, es war aber das ja. Du könntest zum Beispiel jetzt auch sagen, Xerchow, aber es ist halt. Ja, aber wir haben uns ja Punkte gegeben für Marke, Name. Ja, genau. Zum Beispiel die Marken sind alle gleich. Ist ja egal, du kriegst ja trotzdem jetzt deine Punkte. Wir müssen jetzt die Inhaltsstoffe gucken. Wie heißt das? Creed? Creed Erolfa. Bergamotte, Lemon, Rosmarin, Ingwer, Jasmin, Pfeffer, Moschus, Sandelholz, Zedernholz. Nee, leider nicht. Ja, okay, gut. Ja, also steht aktueller Punktestand. Es steht 2-9. 2-9. Es ist alles auch möglich. Ich muss so 2 Düfte richtig raten, mag 2-mal falsch. Jetzt wird's langsam eng. So ist es. Okay, okay, mach. Ready? Ja, aber wir müssen entweder zwischendurch einmal kurz Pause machen oder gleich Feierabend. Weil, wenn wir noch was essen wollen, muss ich nochmal zu Mac jetzt kurz zischen. Okay. Weil der hat nur bis 0 Uhr auf, glaube ich. Okay. Ready? Ja, ich bin ready. Inshallah, bitte 3 Punkte jetzt und mag gleich 0. Okay, ready. Kennst du den Duft? Oh, Bruder, meine Nase ist, sag ich ehrlich, dicht. Möchtest du Kaffee haben? Nee. Da du mir ja definitiv keine Punkte schenken möchtest, würde ich sagen, das ist die Marke heißt ja Xerxof oder so. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das ist das hier. Und Inhaltsstoffe würde ich sagen, wie ist das für die Scheiße, die ich die ganze Zeit sage? Ich habe schon wieder vergessen, mein Alzheimer kickt rein. Pilze. Nein! Bergamotte, ja. Bergamotte, okay. Okay. Ja. Also, der Duft ist richtig, leider, ja. Aber muss man sagen, sehr interessant auch. Also, ist da Bergamotte drin, inshallah? Guck mal nach, es kann gut sein. So, bei mir sind schon mal wichtige 2 Punkte. Ja, gucken wir jetzt mal nach. Er schaut einfach, welches Parfum nicht mehr wie davor auf dem Tisch steht. Nein, das hätte er nicht sehen können. Ganz kurz, ich muss aber auch mal ganz kurz was sagen. Bruder, wir haben jetzt das 6. Parfum, Bruder. Seit Parfum Nummer 2 will ich die ganze Zeit den einen Inhaltsstoff sagen und kann mir den nicht mal merken. Und du glaubst wirklich, ich merke mir, wie was hier steht. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie die Scheiße heißt. Bergamotte, ne? Ja. Also erzähl mir nicht, ich würde mir merken, wie die Flaschen stehen, Digga. Wenn ich mir nicht mal einen Begriff merken kann. Inhaltsstoffe. Bergamotte. Oh, stark, ja. Wichtige 3 Punkte. Punkte. Damit nochmal ganz kurz steht es. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5 zu 9. 5 zu 9. Okay. Okay. Nicht gucken, Marc. Jetzt nicht so stark. Oder hast du nur einmal gesprüht? Ja, ein Sprüher reicht. Also es ist ein frischer Duft. Ich würde ausschließen aktuell, also Versace Eros ist es nicht. Also es kann der sein. Es kann der sein. Also ich würde sagen, der riecht nicht so teuer. Der riecht gut, aber simpel. Der riecht nicht so teuer. Ich glaube, das ist der hier, Eisenberg. Ich kann auf mein Pokerface nicht setzen, Digga. Und Inhaltsstoffe, was ist denn so, was ist da drin? Was kann man da sagen? Was ist da so drin? Yarak.
Was ist bei solchen Dingern drin? Kannst du mir sagen, wonach das riecht? Überleg mal bitte. Nach einer dicken Niederlage. Nach einer dicken Niederlage riecht die Scheiße. Ey, gib dir Zitrus, ein, ich gebe dir einfach 3 Punkte, ich kann die Kacke hier nicht mehr gewinnen. Zitrus, mach mal Zitrus. Du hast schon die 100 Subs gewonnen, Digga. Ja, Bruder, ich hab verloren. Digga, du bist so die Schauber. Bruder, hier sitzt der ehrenwerteste Mann, der niemals sich anlügt, sitzt vor dir und du versuchst Pokerface zu machen, Digga. Ich, Bruder, ich kann in so einer Situation schlecht Pokerface. Okay? Ja, okay. Ich hab verloren, Chat. Ich kann nicht mehr aufholen. Selbst wenn wir jetzt noch 1-2 erraten, ich könnte nicht aufholen. Ja, okay. Es funktioniert nicht mehr. Und die dürfte, die jetzt kommen, werden ja nur noch Louis. Und die hätte ich erraten. Weil zum Beispiel, die kenne ich auch nicht. Welchen? Den Rosenduft? Ja. Digga, Mashallah. Echt? Mhm. Das ist das, Chat, das habe ich mir neu gekauft. Das ist von Louis Vuitton Les Sepples Roses. Wartet, ich mache mal große Cam an. Hier, dieses hier. Das mit diesen Rosengeruch ist wirklich, sind halt Unisex-Düfte, das ist klar. Aber der ist wirklich Mashallah. Schöner Duft, sehr, sehr schöner Duft. Und der Afternoon Swim ist auch Mashallah, oder? Ja, hätte ich aber nicht erraten können. Halber Laden da, Bruder, wir hätten noch 30 Flaschen, 40 Flaschen, habe ich noch oben stehen. Versace Eros ist ein schöner Duft. Ich finde, guck mal, der kostet ja nur ein 40er oder ein Fuffi. Mhm. Ich finde, also Versace... Ja, also der Herbert, also derjenige, der die anderen Sachen verkauft, der meinte, also hat gesagt, Versace macht schon immer sehr also, gute Düfte. Für die in Anführungszeichen nicht so viel Geld haben, für 200 Euro Duft oder 300 Euro Duft, gut. Versace Eros, Mashallah, blau, aber besser als rot. Nee, ich finde rot besser. Du findest rot ich finde besser. Rot besser, weil rot haben nicht so viele wie blau. Und du kannst dir, und das kostet dann natürlich ein bisschen, also im Verhältnis, ich glaube, die Flasche kostet 40 oder 50er. Es gibt dazu noch das passende Duschgel für einen 20. Und wenn du die Kombination hast, das fehlt mir zum Beispiel bei einigen teureren Düften. Ich hätte auch gerne das passende Duschgel dazu. Aventus Creed zum Beispiel hat auch das passende Duschgel dazu. Mhm. Und es ist einfach, finde ich, ein geiles Gefühl, wenn du in der Dusche dich mit dem einreibst, wo du auch später das Parfüm trägst. Die Kombination finde ich geil. Welchen hattest du gerade raufgesprüht? So ein ganz süßlicher. Welcher ist denn das denn? Oh, was kostet die Pulle? Ich glaube 600 Euro. Kann mich nicht leisten. Der riecht sehr gut. Fällt? Ja, doch. Wo liegen die Louis Vuitton-Düfte? Die großen Flaschen sind auch schon teuer. Die großen Flaschen kosten, glaube ich, 500er ungefähr. 450, 500 Euro. Die kleinen Flaschen kosten, glaube ich, 300 Euro ungefähr. Bei allen Düften, und ich bin kein Duftexperte, bei allen Düften, die ich bis jetzt gerochen habe, muss ich dir... Aber hier, das ist auch gut drin, bei Ombre Nomade. Ganz stark. Ja. Ganz stark. Der Louis Vuitton Ombre Nomad riecht, also ist mein Lieblingsduft, aber der ist nicht so krass wie in dem. Der entfaltet sich ja auch noch. Mhm. Und ich sag dir ehrlich, mein Zinken ist sowieso richtig dicht. Für mich der beste Duft, oder die zwei besten Düfte, die ich bis jetzt jemals gerochen habe, Philipp Plein, Plein School. Mhm. Der ist wirklich so Mashallah. Ombre Nomade von Louis Vuitton. Das sind wirklich meine zwei Top-Düfte. Es gibt noch andere, die mir gefallen. Unterm Strich von allen Düften, die ich bis jetzt so gekauft habe, sind die Louis-Düfte am heftigsten, Digga. Ich war ja in Holland in dem Louis-Laden, Digga. Die hatten da 20, 30 Flaschen stehen. Die haben so eine Theke da. Und so farblich auch noch abgestimmt, Digga. Da gehe ich ja voll drauf ab. Ich hätte am liebsten alle gekauft.